Central Park Wasserspeicher. Das Wassersystem. Pumpt überall Glibber hin und führt im Schwarmbewusstsein immer mehr zu. Wenn alle Symbionten aus Manhattan rauskommen. Leb wohl Erde. Hallo Glibberplanet. Der Meteorit ist die Quelle der ganzen Kraft, richtig? Er erzeugt Glibber und Symbionten. Aber erst seit Harry ihn repariert hat. Ja. Und der Teilchenbeschleuniger hat ihn überhaupt erst beschädigt. Bei niedriger Energie was abgetrennt. Also, was wäre, wenn wir die Energie hochdrehen? Bis auf über 11? Das könnte ihn zerstören. Und alle aus dem Schwarmbewusstsein befreien. Theoretisch. Aber der Speicher ist sicher voller Symbionten. Und du weißt, dass Harry den Stein nicht aus den Augen lassen wird. Es sei denn, er sieht etwas, das er noch mehr will. Mich. Nur, ihr wisst schon, zu Illustrationszwecken. Harry ist Harry. Er glaubt, die Welt zu heilen. Aber der Traum ist nicht vollständig ohne seinen besten Freund. Ich kann Harry von den Meteoriten weglocken. Und ich erledige die Symbionten. Und ich schnapp mir den Space-Stein. Zu Illustrationszwecken. Okay, den Beschleuniger hochfahren. Tschüss, Schwarmbewusstsein. Welt gerettet. Wie wär's mit Churros? Theoretisch. Pete. Connors sagte ja, für Harry sei es zu spät. Wenn du ihn nicht retten kannst, bist dazu du bereit, wird es nicht kommen. Ihr beiden werdet den Stein rechtzeitig zerstören. Heilen wir die Welt. Diesmal wirklich. Ist der Meteorit irgendwo in diesem Ding? Und Harry und seine Freunde. Hier. Dachte, du kannst etwas Schallkraft brauchen. Sie stehen einfach rum. Worauf warten sie? Hey. Ich kann euch nicht genug danken. Für alles. Komm schon, Bro. Wir sind das Spider-Team. Und vergesst das nie. Hey, Kumpel! Willst du da drin rumsitzen und mit deinem Stein spielen? Du und ich, Harry. Wie wir immer wollten. Unsere Gabe wird endlich dir gehören. Aber hier ist der Haken. Mich zuerst fangen! Sorry, Watson. Was war das? Eine Sackgasse? Nein. Ich muss irgendwie rein.
diese Leuchtfackel noch hinterlassen hat. Ich hoffe, er ist sicher. Norman lässt wohl ein Team nach Harry suchen. Und sie haben mehr als Leuchtfackeln hinterlassen. Nicht gut, nicht gut! Schlecht. Der Meteorit ist mit dem Rest des Schwarms verbunden. Gewöhnlicher Stein, der die Welt vernichten könnte. Gleich überrannt. Ich zieh weg. Oh, shit. Ich muss hier raus. Meteorit scheint zu leben. Bitte sei der richtige Weg. Himmel. Bin fast raus aus dieser Hölle. Hinter dem Hubschrauber geht es nach draußen.
dich raus. Das kann doch nicht wahr sein. Nichts wie weg von hier. Zeit zu gehen, Miles! Bereit? Deine Begleitung ist sicher nicht zu unserem Klassentreffen eingeladen, Harry! Harry? Sind wir beste Freunde geworden? Ja, stimmt. Jetzt werden wir hier zu Brüdern. Komm zu uns. Bitte! Denk an, was wir alles durchgemacht haben! Hast du vergessen, dass Flash uns 4 Jahre schikaniert hat? Da waren wir schwach. Aber wir hatten uns! Was macht er da? Schule bei mir! Hast sogar übernachtet, als deine Mom krank war! Wir konnten sie nicht so sehen. Als sie starb, an dem Tag auf dem Footballfeld, ich war da! Ich war immer da! Bis wir wieder krank wurden. Uns verlassen, während wir um unser Leben kämpften. Ich hab versucht, dich zu retten. Hat sich nicht so angefühlt. Wir geben dir eine Chance. Wir erwischen es.
Warum musst du gegen uns kämpfen? Du lässt mir gar keine Wahl! Boah, da kommen Symbionten! Mit der Anti-Venom befreie ich Harry! Symbiont Harry, wehr dich! Noch mehr von denen? Dieses Anti-Venom wird wehtun, Harry! Egal, was du mir antust. Ich werde niemals die Welt mit dir heilen. Nicht so! Der Meteorit. Du hast ihn uns geworden. Thank you.
Aliens sind wohl sauer, dass ihr Zeug weg ist. Sie haben doch angefangen. Bringen wir das zum Beschleuniger! Angie, hörst du das? Zeug sollte ihn bremsen. Du denkst, du bist besser als wir, oder? Es geht nicht darum, wer besser ist. Ich mag dich bloß ohne dieses Psycho-Alien lieber. Die Flügel waren doch schon weg.
Ist doch egal, ob du mich magst oder nicht. Ich bin für dich da. Ich muss zu ihm hoch. Beenden wir das. Du hattest deine Chance. Halte durch, Kumpel! Bitte! Nein! Lass ihn hin! So, Pete. Nein, nein, nein. Wir haben noch Zeit. Nein, haben wir nicht. Er wird sie umbringen. Und danach dich. Heilen wir die Welt, Pete. Zusammen. Let's go.
Jetzt, Pete! Verschaff mir Platz. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich versuch's. Schwacher Puls. Wir müssen los. Was hast du getan? Was hast du getan? Es tut mir leid. Ich komme mit, Moment. Es gibt Anzeichen für Hirnaktivität, aber die Chancen, dass er zurückkommt, sind sehr gering.
halten Sie ihn nur am Leben. Geyserum bereit. Jetzt sofort. In den letzten Jahren haben Tragödien dieser Stadt zugesetzt. Doch irgendwie haben wir weitergemacht. Wir haben Krankheiten, Katastrophen, das Böse bekämpft. Wir sind müde, verängstigt, angespannt, benommen. Haben aber nie die Hoffnung verloren. Die Stadt muss heilen. Wir alle sehnen uns nach Normalität, doch was ist Normalität? Was, wenn sie gar nicht mehr existiert? In der letzten halben Stunde habe ich erzählt, wie diese Ereignisse mich verändert haben. Aber was ist mit euch? In dieser Dauerreihe werde ich mit Menschen aus der ganzen Stadt über neue Verhaltensweisen, neue Routinen, neue Gedanken und Gefühle sprechen. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diese Reise. Das war Mary Jane Watson und ihr hört The New Normal. Folge 1, fertig. Klasse. Keine Ahnung. Oh, sind die fertig? Gleich. Ich möchte dir erst was zeigen. Okay. Da ist Melasse drin. Lecker, die nehme ich. Danke nochmal für die Spende, Peter. Mit Miles geredet? Noch nicht. Bereit? Miles. Ich wollte mit dir reden. Über etwas. Ich meine, ich habe ja mit dir geredet. Die ganze Zeit. Und es ist toll, zu reden. So viele gute Gespräche. Ich hab nur nicht über das geredet, worüber ich mit dir reden sollte. Pete. Warte, ich fang nochmal an. Ich schaff das.
das alles. Du kannst mal Peter Parker sein. Bist du sicher, es ist eine große Stadt? Ich komm klar. Solange ich dich um Rat fragen kann. Das brauchst du nicht. Jetzt vielleicht nicht. Aber die Zeit wird kommen. Ich bin für dich da. Immer. Großer Bruder. Bis dann.
Was willst du? Die Spider-Man. Du weißt, wer sie sind. Nicht wahr? Warum? Sie haben meinen Sohn ruiniert. Gut. Wir alle müssen Verluste durchmachen. Sogar du, Norman. Was schreibst du da? Das letzte Kapitel. Du hast Hunger. Essen ist fast fertig. Warum zeigst du ihr nicht deinen Aufsatz? Er hat so hart dran gearbeitet. Nur so ein Typ aus Harlem. Er arbeitet viel ehrenamtlich in der Stadt. Hilft seiner Mutter, der Stadträtin, eifert seinem heldenhaften Vater nach. Ja? Hi. Miles, Haley, das ist Albert. Hi, schön, euch kennenzulernen. Oh, und das ist meine Tochter, Cindy.